Morgen. Bei uns gibt's Kaffee. Ganz wichtig nach dieser Nacht. Wie hast du eigentlich geschlafen, Bernd? Ich war oft wach. War jetzt nicht wegen irgendwen, einfach so Schmerzen. Das sind gute Matratzen, aber ich habe echt schon das Gefühl, da liegt an den Matratzen. Ich glaube, die Nächte, die ich da geschlafen habe, auf dem Sofa hatte ich überhaupt nicht die Schmerzen. Also bitte Matratzen-Empfehlungen in die Kommentare. Möchtest du hart oder weicher? Die kann man meistens eh ändern, ne? Ausändern. Also von der Matratze her schlafe ich super. Ich war auch nicht oft wach, ich war einfach lange wach. Die Maus, die war etwas unruhig heute. So, die hat immer so mit dem Kopf so gewühlt. Und dann, ja, konnte ich nicht mehr einschlafen. Und wenn ich dann endlich eingeschlafen war, dann hat sie wieder so gemault. Und dann war ich wieder wach, dann habe ich mein Handy rausgeholt, dann habe ich Hunger gehabt, dann war ich unten russischen Zupfkuchen stimmt, essen. Stimmt, du warst noch essen um eins oder so. Ja. Elf, ne? Ja. Wann war das? Weiß ich nicht. Dann habe ich Instagram geguckt. Habe ich schon Süßstoff reingemacht jetzt? Du ja, ich glaube schon. Ich nicht. Ich habe auf gar keinen Fall reingemacht. Sicher? Ja, weil die Taste so groß ist. Achso, okay. Ja, und jetzt habe ich die ganzen Umschläge fertig gemacht, die nimmt der Bernd nachher mit und verschickt die. Am Wochenende sind einige Bestellungen reingekommen für hier diese Kühlschrankmagneten und die Wochenpläne. Guten Morgen, Calvino. Guten Morgen. Nicht aus Versehen duschen den heute Morgen. Denk dran. Ja, Calvino hat heute wieder Homeschooling. Die haben das ja wieder geändert, jetzt für eine Woche. Erstmal für eine Woche. Vielleicht ändert sich das ja heute auch schon wieder. Und die müssen dann, keine Ahnung, Wechselunterricht Mikrochip oder das, die Intelligenz wird eingepflanzt ins Gehirn. Das wäre cool, ne? Wenn einmal die Woche einer kommen würde, bei Calvino USB-Stick anschließt, hochgeladen, oh fertig. Ja, wenn das nur so wäre, aber willst du das machen, Calvino? Das wäre fürchterlich. Ja, ich glaube schon. Du müsstest ja nicht mehr lernen. Du kannst dir in der Schule auch umdrehen und dich da vorsetzen. Es gibt Menschen, die wollen sich nicht impfen lassen und du willst einen USB-Stick bei Calvino ich nicht. Einsetzen lassen. Aber er würde es machen, wenn er dafür nicht mehr lernen müsste. Ja. Aber wäre doch cool, oder? Und jetzt so hoch kannst du Hubschrauber fliegen. Naja. Möchtest du was frühstücken, mein Schatz? Gleich. Soll ich dir schon mal was machen? Brauchst du noch nicht machen, haben wir Pizza. Ach ja, stimmt. Pizza zum Frühstück, stimmt. Ja, hast du ihm ja gestern schon gemacht, ne? Ja, Teig rüber und dann ist halt einfach so alles und happy. Ich habe auch noch meine von gestern. Ja, und der Bernd hat noch mal eine extra gemacht. Ja, ich weiß. Ja. Da habe ich aber drauf gespuckt, weil ich keinen Käse mehr hatte. Ach, hör doch auf. Wir sind eigentlich nicht so die Frühstückerfamilie, außer halt unserem Shake. Wir hatten mal das gemacht, als Calvino zur Schule gekommen ist. Ne, da haben wir uns 2-3 Wochen jeden Morgen hingesetzt und Frühstück gemacht. Da bin ich ganz. Alle haben gekotzt. Du hast das ja. Ja, weil ich dachte, der Junge muss frühstücken vor der Schule. Macht er doch. Pizza. Ja, Pizza aber normalerweise. Also eher selten. Jedenfalls haben wir uns dann alle hingesetzt. Ich habe den Tisch gedeckt. Das Kind immer jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich habe den Tisch gedeckt. Und ja, dann saßen wir da alle und haben eine Laune gezogen und keiner hat gegessen. Wie und dann, 11:80 Uhr. Hm? Wie 11:80 Uhr haben wir geguckt. Ja, und dann hat keiner gegessen und alle schlechte Laune. Und dann haben wir nach, weiß nicht, 2-3 Wochen oder so gesagt, wir frühstücken einfach nicht. Oder nur, wenn man Hunger hat, dann isst man irgendwas. Na, Calvino? Ja. Ich habe gestern ein Bauernbrot gebacken und ich habe einfach die Reste Mohn und Sesam da reingemacht, die von den Brötchen übrig waren. Und ja, es schmeckt sehr gut. Ihr hört das nicht so gut, weil der Staubsauger läuft. Aber da hinten spielt der Calvino total süß mit Livia auf dem Sofa. Das ist so süß, die beiden zusammen. Jetzt kann er auch schon richtig sowas mit ihr anfangen, weil jetzt ist sie nicht mehr so zerbrechlich, ne? Jetzt ist sie halt nicht mehr so neugeboren. Sie kann schon das Köpfchen ein bisschen halten, ist ein bisschen stabiler und kompakter und ja, wir haben voll den Spaß immer zusammen jetzt. Ich wollte mich nur eben ein bisschen schminken. Da ist zu.
So, nur damit ihr Bescheid wisst. Sie bekommt Luft. Ja, ich wollte mich eben ein bisschen schminken und mit euch reden. Unten ist ja das Zoom-Meeting die ganze Zeit. Nicht Zoom-Meeting, wir machen das jetzt woanders von der Schule. Homeschooling ist halt unten. Und da kann ich so gar nicht mit euch reden, weil das dann ja stört. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie eure Kinder mit dem Homeschooling klarkommen. Bei uns läuft das echt super. Die machen halt richtig Online-Unterricht. Die haben ja Laptops von der Schule aus sowieso schon immer für den Unterricht gehabt und benutzen die jetzt halt für ihren Unterricht. Aber die Kinder, die halt Handys haben, die machen das dann übers Handy, den Unterricht. Ja, und uns gefällt das eigentlich ganz gut, weil, also jetzt natürlich richtig Schule, dass die da hingehen können, wäre schöner, wenn sie keinen Mundschutz tragen müssten. Weil ich finde es halt, wenn die von 8 bis 15 Uhr Unterricht haben mit einer Maske, ja, doof. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier erwähnt, ne? Egal, es nutzt nichts, Leute. Es wird nicht besser. Es ist endlich Mittagspause beim Homeschooling. Ich habe mich den ganzen Tag hier wie im Klassenraum gefühlt, weil hier so, ja, die Lehrerin halt so geredet hat die ganze Zeit. Und, wie waren eure Ferien und so? Ich mache jetzt hier Mittagessen. Das ist vereinfachtes Mittagessen heute. Wir haben aufgetaut. Also eigentlich haben wir schon einen Plan gemacht. Ich kann euch den zeigen. Für diese Woche. Genau, eigentlich sollte es heute Hackfleisch-Eintopf geben, aber wir haben kein Porree. Da wir den noch nicht haben, gibt es Reste aus dem Kühlschrank. Ja, dann morgen gibt es das, also alles einen Tag nach hinten verschoben, genau. Also diese Woche als Inspiration für euch, Hackfleisch-Eintopf, serbische Bohnensuppe, Shepherd's Pie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das seht ihr dann ja am Donnerstag in dem Vlog. Freitag Reste, das kennt ihr alle. Linsendal, weiß ich nicht, ob ihr es kennt, seht ihr aber auch in dem Vlog. Und sowieso machen wir ja, so wie ihr euch das gewünscht habt, Einkaufshaul jetzt jede Woche. Wenn wir Großeinkauf machen, Wocheneinkauf, zeigen wir euch, was wir gekauft haben, eingekauft haben, Lebensmittel. Und dann sagen wir euch auch, was wir mit diesen Zutaten kochen, als Inspiration für euch. Genau, und weil jetzt alles gewechselt ist, einen Tag nach unten alles essen, gibt es heute aufgetaut, Überraschung, Bolognese. Wie immer, wenn wir was auftauen, ist es Bolognese. Und dazu mache ich einfach Spaghetti. Wo sind sie? Da. Und das habe ich nur hier, weil ich gerade so geschwitzt habe. Nur ein bisschen, nicht alles. Stopp! War das genau richtig? Ich weiß nicht, wir hatten schon mal ganz salzige Nudeln. Erinnerst du dich? Ja. Bin ich ausgelöst. Ja, hoffentlich passiert mir das jetzt nicht vor. Entschuldigung für die schlechte Kameraführung, aber ich muss hier das Glas zumachen und gleichzeitig festhalten. Nur eine Hand. Ach. Echt jetzt noch offen. Ich lege euch mal ganz kurz ab. Ich habe hier das Rezeptvideo. Heute kochen wir Spaghetti. Und dann? Oh, ey, aber man dreht das andersrum, Zuma. Calvino. Guten Tag. Ich schau jetzt mal in die Kamera. Oi. Und die Maus wird gestillt. Erzähl mal, was heute Morgen der Etty gemacht hat. Wir saßen hier alle, also Calvino, Morla und ich saßen hier. Wo filmst du hin? Auf dich. Okay. Und auf einmal kommt der Bernd um die Ecke. Michaela, du kannst dem Smurfy doch nicht die Windeln geben. Hat er sich irgendwo übernachtet, hat die Morla ja immer normal. Er schämt sich. Wegwerfwindeln und der Smurfy hat die genommen und gefetzt. Er hat sich die aus dem Müll genommen. Karin, du hast die Spaghetti noch nicht reingemacht. So werden die nicht gar. Ja, ich dachte, du hast nur gesagt, mach Salz rein. Ich wusste nicht, dass ich die auch reinmachen soll. Und was gibt's zu essen? Salz mit Wasser. Salzwasser. Meereswasser. Ja. Ja.
Warte, ich hab's hier noch nicht. Ja, ich hab's hier. Boah, ist das jetzt am Regnen. Oh, hallo. Ist ja fürchterlich. Hallo. So, Bernd hat Sachen mitgebracht. Das ist jetzt noch nicht der Großeinkauf. Das ist nur das, was wir morgen und übermorgen brauchen. Zweimal Porree. Ein Weißkohl, du wolltest nochmal diesen Kopfslops machen. Dann Granulat für unseren Hackfleisch-Eintopf. Genau, wie viel Kilo waren das? 6 Kilo hattest du bestellt. 9 Kilo. Kannst du mir gleich direkt reinmachen, die Clipper? Die Clipper sind hier. Ach, ja. Die nimmt der Bernd mit, damit er den Rest von den 9 Kilo Granulat abhacken kann, einzeln. Das ist Suppengrün für unsere serbische Bohnensuppe. Und hier war der Bernd, da hat er auch das Suppengrün her. Dieses hier. Das Suppengrün? Ja, habe ich mir 2 mitgenommen gleich. Okay, und was kostet eine Tiefkühlpizza? Genau, das sind vegetarisch gut, zweimal, also mit Gemüse. Ja. Zweimal Mozzarella. Ja. Und 4-mal Pilze, weil 2 Pilze meine Eltern. Ja, und das ist halt hier zweite Wahl. Und das ist dann halt meistens, sag ich mal, Dr. Oetker oder sowas. Dann liegen halt die Dinger nicht schön. Genau, die liegen dann, so seht ihr ja, hier so auf einen Haufen. Und deswegen kosten die dann nur 1 Euro. Und da ist auch keine Umverpackung bei, ne? Nee, genau, und da gibt es dann halt verschiedene Sorten. Und das ist Bernds Lieblingsladen zurzeit, ne? Ausflug. Ich habe 100 Kuchenstücke in der Hand gehabt. Ausflug ins TK. Lisa, hallo. Ich habe euch so viel erzählt. Wichtige Informationen und hat nicht gefilmt. Bei uns gibt es jetzt Essen. Tada, tada, tada. Und wir haben geredet über Ungarn, wenn wir da halt wohnen, dass jeder sich ein Tier aussuchen darf, was er haben möchte. Was man hier nicht halten kann vielleicht und was wir uns dann in Ungarn holen. Und Calvino wollte Schildkröten. Das ist voll doof, das doppelt zu erzählen. Damit wir Suppe machen können. Nein, nicht Schildkrötensuppe. Aber er wusste noch nicht, ob Landschildkröten oder Wasserschildkröten. Genau, er macht sich dann schlau und das bauen wir dann da. Was auch immer, ein Teich oder so. Oh, meine Puffer. Der Bernd möchte Springmäuse haben. Nein, nur so gesagt. Ich möchte einfach... Alles. Mola. Mola, Mola. Und ich möchte Kühe haben. Ich wollte immer schon mal Käse machen. Ja. Wir waren ganz, 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 ganz viel spazieren. Ne? Wie lange waren wir unterwegs? 2 Stunden? Ja, aber so viel war das gar nicht. Ich fand, das war gar nicht so weit. Ne, es war echt angenehm. Und Smurfy und Calvino sitzen da jetzt auf. Ich wollte eigentlich eine 3-4-Stunden-Runde. Ja, das stimmt. Die sitzen da auf Smurfys Decke, die hatte ich gewaschen und aus dem Trockner. Ja, die war richtig schön warm. Die Seite hier? Die Maus ist eingeschlafen. Ich habe die Mütze aufgelassen, weil ich sie nicht wecken wollte. Genau. Und jetzt bereite ich mir hier gerade alles vor, dass ich gleich stillen kann. Stimmt, die Augen sind auf jetzt. Da, sie gehen auf. Hier, ich wollte jetzt Trauben essen, einen Apfel und eine Birne. Das bereite ich mir jetzt vor. Genau. So. Nehmen wir hier eine Schüssel. So. Oh, bist du jetzt wach? Molly? Ja? Komm. Guten Abend. Was machen Sie da? Präparation für ein Etti? Ja. Teewurst gibt es? Ja, er kotzt schon. Der kotzt? Der freut sich, der ist schon bereit. Er ist auf seinem Platz. Eine Suppe umrühren. Suppe umrühren, ja. Wir sind gerade von der Arbeit gekommen. Bei uns gibt es jetzt Abendbrot, macht Wangen rot. Tomatensuppe mit belegtem Brot für Bernd. Ich esse wohl nur belegtes Brot und Brötchen und Calvino hat Variationen auf Variety of Cornflakes. Und die Morla kriegt Milch. Milch! Milch für die Morli! Und Hände. Hände mag sie auch zurzeit sehr gerne. Magst du Hände? Ja? Ja! Oh, Molly, Popoli.
Okay. Okay. Die Begeisterung ist ja echt riesig für Smurf the Buff. So, wir haben jetzt Abendbrot gegessen. Es gab, ach, habe ich euch gezeigt, ne, was es gab. Habe ich schon wieder vergessen. Nein, die freuen sich alle. Nein! Oh, wieso ist nicht? Scheiße! Okay, jetzt wieder. Vorsicht! Ich kann das jetzt noch nicht schneiden. Ich filme noch. Ey, du schneidest es trotzdem raus. Ja, ich schneide das raus. Okay. Ich schneide es raus und wieder rein. Das ist zu lustig, um es nicht zu zeigen. Nein! Voll happy. Nein! Mann, das ist schön. Nein! Wir haben noch Rommi gespielt, gerade Calvino und ich. Und diesmal haben wir gleich gewonnen und verloren. Also eine Runde hat er gewonnen, eine Runde habe ich gewonnen. Sonst gewinnt Calvino immer. Ne? Ja, ja, ja. Und Bernd ist mit Smurfy raus. Calvino tanzt noch ein bisschen. Und ja, ich ziehe die Molly schon um. Die ist auf dem Sofa und turnt da ein bisschen rum. Und schaut die Lampen an und so und alles. Und ja, ich wollte mich von diesem Vlog eigentlich nur noch verabschieden. Und dann gab es noch eine Entertainment-Einlage von Calvino. Das machst du jetzt immer zur Begrüßung und zur Beendung vom Video. Du kannst es nicht. Zeig mir das noch. Nein. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.